Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Server am Butz. Und jo, wir sind hier eben in der fünften Folge genau hier runtergegangen, also in der vierten Folge hier runtergegangen und sind dann hier runtergestürzt, weil ich irgendwie komischerweise noch gelaufen bin. Das liegt an meiner Tastatur. Die Tasten bleiben noch ein bisschen gedrückt manchmal, weil sie einfach irgendwie klemmen oder ja, es ist einfach nicht so gut. Also, jetzt muss ich den Haupt noch anmachen. So. Genau, hier sind wir gestorben. Also hier, genau. Wir sind einfach hier runtergelaufen, obwohl ich das nicht gemacht habe und konnten nicht mehr ins Wasser fallen. Also, ja, die neue Tastatur ist noch nicht da. Ich muss noch ein bisschen Geld haben zum Bezahlen. Also, jo. Und ich hätte gestern auch noch einen zweiten Server machen müssen, weil wir einen Testserver brauchen für eigene Plugins oder Mods. Und das ist halt leider, jo, doch ein bisschen wichtig, dass wir das vortesten. Und deshalb brauchten wir eigentlich einen Testserver. Und habe ich auch zu wenig Geld, oder? Ich bin leider einer, der so viel Geld ausgeben muss. Warum für heute Falafel? Muss ich viel Geld ausgeben. Oh. Ich wollte mal etwas Neues probieren, also Falafel. Und ja, habe ich noch ein bisschen Geld gebraucht. Und über 700 Euro Stromrechnung musste ich noch vorbezahlen für meine Schwester und meinen Vater. Das Geld bekomme ich hoffentlich nächste Woche wieder über. Ja, ich bin ganz ein armer Schlucker. Ganz, ganz arm. Und jeder hat Verständnis von einem armen, dummen, blöden Streamer oder eher jetzt momentan Let's Player oder Let's Player und Streamer. Wieso habe ich so viel Wasser da? Und für was habe ich Fackellinien zusammen hier? Ja, der Drago, der hat halt ein bisschen vorher gefarmt. Also diese Fackellinien habe ich zu Hause mit den Sniffern geholt. Die kann ich ja euch nochmals nachher zeigen. Ich habe ein schwarzes Pferd gefunden beim Heimreisen vom letzten Part, was extrem schnell ist, vielleicht auch Maximumgeschwindigkeit. Jetzt muss ich in der Richtung, glaube ich, wieder. Und ja, ich habe halt gestern sehr lange geholfen mit den Motten und so. Also dieser eine Plutoios ist ziemlich talentiert und der muss das vielleicht auch ein bisschen können, das mit dem Java programmieren. Und so weiter. Und deshalb hat er auch so viel Motivation. Also, Dankeschön, liebe Mitspieler hier und Zuschauer und eben Mutter. Jo, auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass mal auch wieder etwas geht in meine Richtung. Also, jo, Mutter machen ja meistens das, was sie wollen. Aber Plutoios kann eventuell etwas für den Server machen. Und er hat gesagt, er macht auch, ist eher in meine Richtung. Oder in eure Richtung, wenn ihr auch ein paar Ideen habt oder auch gerne wirklich dann mitspielen wollt. Jetzt haben wir halt noch nicht so mit Spieler. Liegt einfach auch ein bisschen an Minecraft, oder? Ich hatte immer sehr viele Mitspieler und plötzlich. Ah, der Zombie hat gleich gesagt. Oder ist hier noch ein Skelett? Also, wo seid ihr jetzt, liebe Nucky Dice? Wo seid ihr, liebe Nucky Dice? Ah, da kann man auch Fackeln draufsetzen. Wusste ich gar nicht. Auf diesen komischen Bäumen hier. Nice. Jo, nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Oh, Lapis. Ich hab schon wieder voll. Es gibt zu viele Items in Minecraft. Man hat immer Inventar voll. Vor allem, wenn man es nicht rauswirft, ständig. Muss man halt manchmal auch ein paar Sachen rauswerfen, ein paar Sachen hier rein tun. Das ist wirklich toll von Plutoios, dass er mir schon Schalkeboxen besorgt hat. Richtig toll. Das ist einfach der Luxus, den ich nie habe, weil ich immer ständig gerne einfach baue oder erkunde. Es ist schon ziemlich, ein langes Spiel, wenn man es nicht konzentriert spielt, oder? Wenn man richtig viel Ablenkung macht. Also da ist einfach ein lilanes. Hey, lass mich in Ruhe. Wo bist du? Wo ist denn das Skelett? Da. Das hat mich vorher getroffen, ne?
Hey. Ich treffe dich gar nicht. Wieso heute nicht? Danke. Dankeschön für das Achievement. Die Skelette sind manchmal echt gut ge. Ja. Weiß das Wort jetzt wieder nicht. Getarnt, genau. Tarnsteine, los! Die sind wichtig. Die sind ganz wichtig. Also wir haben einen. Nein, wir haben ihn nicht eingesammelt. Weiß okay, jetzt ging's. So. Wollen wir hier kurz mal runterschauen? Oh, es geht aber sehr weit runter. Wie geil! Hat sie Diamanten hier unten? Haben wir schon ein paar gefunden. Also gefunden haben wir sie nicht. Ja, doch schon gefunden in Kisten. Aber wir haben noch nicht gesucht danach. Oh, ich warte lieber noch kurz, sonst fallen wir dann noch runter. Es ist schon unten angekommen. Geil, wie sieht das denn hier aus? Ah, RIP. RIP! Noch mehr Wasser, noch mehr Obsidian. Wir müssen hier durch. Wir werden sicher von Monstern jetzt ermordet. Ein Guckel. Ein, wie heißt das auf Deutsch? Monokel. Ein Monokel. Guckel kein Pony. Diejenigen, die niemand will. Die hätte er benutzt. Ja, eine andere Firma war wahrscheinlich besser als Google, aber ja, die waren ja natürlich immer nur Luxus für ihre Bediensteten. Und deshalb sind sie. Hey, lass mich doch mal in der Ruhe! Ich hab nicht gerne, ich fresse nicht gerne Pfeile. Aus dem Weg, du blödes Skelett. Es kommt immer noch. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein! Du machst Aua. LOL. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Nein. Wieso ist da ein Creeper? Wieso? Ich will doch nicht sterben. Jetzt muss ich schon wieder dorthin. Wir haben die Homepunkte noch nicht. Wieso sind Creeper immer so stark in der Nähe, ey? Verdammt. Drago. Der beste Creeper-Anlocker. Weltweit. Ja, Drago, wieso stirbst du so oft? Ja, die Creeper sind meine besten Freunde. Oh, Glückwunsch. Sie haben dich ermordet. Und jetzt sind alle glücklich. Alle sind froh, dass Drago stirbt, ab Creeper. Das war mein erster Creeper-Tod hier, aber ich bin ja im Singleplayer mal von einem Creeper ermordet worden. Das habe ich, glaube ich, nicht aufgenommen. Das war während der großen Erkundung im Osten. Oh, jetzt haben wir 2x. Yes. Yes. Yes, baby, yes. Also, wohin müssen wir? Hallo, ich bin da oben. Muss hier rechts durch. Okay. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt. Oh, Bootsfahrt, die ist schön. Ich weiß nicht, wie das Lied geht und wir gehen einfach weiter. Wir paddeln und paddeln und paddeln weiter. Ja, wir wohnen leider ein bisschen weit weg. Das ist ja okay, es sind 5000 Meter noch. Ist nicht so schlimm. Meine Güte, wollen wir durch das Neffer? Das ist ja auch schlimm im Neffer. Also seitdem das Neffer-Update war, das war glaube ich 1.16 oder 1.15, ist das Neffer extrem schwer geworden, einfach durchzugehen, weil man immer wieder bridgen muss. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie gut ich bridgen kann. Ich habe es ja damals in Bed Wars schon gelernt und da ist sehr gut können, aber ich habe es mittlerweile echt gut verlernt. Also wirklich sehr gut verlernt. Jo, muss mal kurz schauen. Ja, 9 Minuten 27. Ich habe eben noch keinen zweiten Bildschirm wieder. Der andere ist kaputt gegangen. Das war ein super guter HP-Monitor mit G-Sync. Und ich habe jetzt den anderen, der nicht G-Sync hat, und ich sehe keinen Unterschied. Also G-Sync bringt nichts. Also das ist die FPS auf 3500 FPS hoch boostet. Und das braucht niemand, das will niemand. Da ist noch unser Boot mit dem Dreispitz ertrunkenen.
Und ja, ihr habt jetzt gerade gemerkt, ich bin nach links, oder? Meine Tastatur ist auch kaputt. Ich brauche auch endlich mal eine neue Tastatur. Wer kauft mir das? Wer spendet mal für meine Dienste? Okay. Ihr wisst, dass es nur extra ist, also ihr müsst nicht spenden, gell? Es ist nur einfach, weil es andere so machen, tue ich gerne manchmal ein bisschen scherzen, aber nicht so ernst nehmen. Ich werde nicht gezwungen, irgendwie zu spenden. Ich frage mich, habe ich auch nicht so viele Zuschauer, weil ich einfach auch nicht immer aufnehmen kann, immer für euch da sein kann. Ich habe in letzter Zeit sehr niedrigen Blutdruck gehabt, ich konnte nicht gut aufnehmen. Sonst hätte ich so, ja, mir geht es nicht so gut und so gemacht, weil man einfach nicht gerade so gut denken kann und Wörter oder Sätze nicht richtig formulieren kann, wenn man so niedrigen Blutdruck hat, wie ich manchmal. So extrem schwere Beine oder Arme hat, ja, dann kannst du auch nicht gut zocken, oder? Ich bin dann einfach immer wieder am Sport machen zwischendurch und dann geht's. Aber es ist halt sehr schwer, wenn man halt gerade ja, zu Hause ist, es ist dunkel draußen oder so und man muss aufnehmen. Deshalb ist einfach momentan ein bisschen weniger Folgen gekommen, gell? Nur nicht wundern. Aber ich mache es so eigentlich für euch, ja, also nicht das Kranksein mache ich für euch, sondern das, wenn ich gesund bin. Ja, nicht falsch denken. Und wenn ich gesund bin, dann geht es wirklich gut. Also wenn ich einen hohen Blutdruck habe und einen guten Zucker, weil ich ja auch Diabetiker bin. Ich bin Diabetiker. Das ist wie ein Komiker, ein Beruf. Nee, eben nicht. Das ist eine schwere Krankheit. Und dieses MECFS gehört auch zu den schwersten Krankheiten dieser Erde. Das habe ich ja auch noch. Also wenn ich mal irgendwie vom Spiel gestresst werde und mich verploppere, einfach nicht gerade so ernst nehmen. Es ist nicht oft. Ich habe jetzt heute, also in dieser Folge, eigentlich doch gut geredet, oder? Also nicht so viele Fehler gemacht, hoffentlich. Ich habe es gar nicht mal so gemerkt. Und ich höre gerade jemand, der putzt, irgendwie so rrr macht. Irgendwie etwas rollt oder so, keine Ahnung, ich höre irgendwie so etwas rollen. Weil unten dran ist die AXA-Versicherung. Das ist eine Versicherung in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch gibt. Die halt extrem nobel ist. Das ist so eine richtige Luxusversicherung. Ich weiß gar nicht, was sie versichern. Autos? Nein. Autos ist in der Schweiz die Mobiliar. Ja, auch andere gibt es natürlich. Aber AXA ist, glaube ich, einfach nur Lebensversicherung oder so. Oder? Nein, Krankenversicherung ist es nicht. Keine Ahnung. Und die tun den ganzen Tag immer putzen, weil die müssen das so sauber haben, dass es zu sauber ist. Zu viele Desinfektionsmittel und alles. Überall so 10 cm dick aufgetragen. Hi. Oh, Delfine. Zwei Delfine. Wie cool. Oh, jetzt habe ich wieder diese Tastaturprobleme. Also Drago schafft es auch mit Tastaturproblemen irgendwie richtig Minecraft zu spielen. Und falsch. Ich bin ein bisschen ganz armer. Ich glaube, hier war ich schon, wenn es hier noch ein Ding gibt. So, Zuckerrohr, nochmal Zuckerrohr und noch ein paar Pizza, große Pizza, Magic Mushrooms. Kennt ihr Magic Mushrooms? Die machen so schöne Farben. Wenn ihr die isst oder einfach auch, ja, wie sagt man dem, snifft, dann seht ihr bunte Farben. Dann habt ihr so eine Art kindliches Verhalten, glaube ich, oder? Das ist eigentlich wie. Wie heißt jetzt dieses mit den bunten Farben schon? Kokain? Ist das mit den bunten Farben? Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Drogen das machen. Ich sollte jetzt nicht so unbedingt mit Drogen, ich habe gerade die Ruine angeschaut. Ja, ob es welches jetzt ist. Heroin ist es, glaube ich, Heroin. Ob die bunten Farben. Aber Magic Mushroom macht so hellblaue und violette Farben in den Augen. Ja. Aber ich habe noch nie Drogen genommen. Ich kann das auch nicht so gut sagen. Ich würde auch nie Drogen nehmen. Also vor allem so die schlimmsten Drogen nicht. Ja, danke schön. Mach ich doch nicht so ein Mist.
Also Feuerschutz. Feuerschutzhose zum Reinpieseln. Ja, wie machst du eine Hose Ding feuerfest? Du pieselst sie einfach voll. Wo muss ich jetzt hin? Hallo. Lieber Minimap, das mag ich an dieser Map nicht. Ist nicht Auto. Ich gehe hier an Land und tue das alles noch aufklären. Ja, schade, es ist sehr gefährlich in so Lush Caves für den Anfang. Ich bin eben noch nicht weit. Schaut euch mal das an, das ist halb kaputt schon. Aber einen Axolotl haben wir, mindestens. Ich werde da auch noch hingehen nach der Folge. Aber wir könnten lieber jetzt hier noch irgendwas machen. Könnt ihr hier Sand abbauen eigentlich? Sieht hässlich aus, deshalb baue ich das ab. Nur weil es hässlich aussieht. Aber wir haben leider auch nicht so gut. Ich mache nämlich zwischen den Wurzeln des Baumes mache ich so. Wie soll ich das erklären? Teiche. Axolotl-Teiche. Aber sie sehen, ja, sie werden nicht ganz so aussehen wie Teiche. Weil es hat eher Mangroven. Dazwischen sind Schaufel. Was heißt? Ein Helm. Extra Schutz ist immer wichtig. Aber wieso hat der Creeper uns so schnell erreicht? Wir sind ja abgehauen. Wir sind ja hingerannt zu den Skeletten. Irgendwie ist der Creeper wahrscheinlich hinter uns gespawnt. Das können die Monster. Einfach hinter uns spawnen. Sonst brauchen sie ja irgendwie so zwei Chunks Abstand, bis wo sie spawnen können. Aber wenn sie hinter uns, wenn man nicht in die Richtung schaut, können sie schon vorher spawnen. Das ist leider sehr gefährlich. Oder es von oben runtergekommen, könnte auch sein. Und dieser Creeper war böse. Ganz ein böser, böser Creeper. Unser restliches Leben. Ich bin ja auch schon davon gerannt, aber es hat nicht mehr gereicht. Wieso ist die Zündschnur manchmal denn so kurz? Wo ist denn überhaupt die Zündschnur? Ah ja, ich weiß, wo sie ist. Ihr perversen Minecraft-Entwickler. Darf ich die mal sehen? Kann mir jemand ein Bild senden mit einem Creeper mit einer Zündschnur? Bitte. Aber nicht oben am Kopf, das ist nicht so pervers. Und hinten ist es auch nicht so pervers. Vorne. So richtig schön vorne. Ja, so männliche Geschlechtsteile sind halt sehr beliebt im Internet. Aber bei mir eigentlich ja nicht. So, da können wir aber eine wirklich einen schön großer Teich machen. Genau, ich mache, dass der Baum so ein bisschen fliegt zuerst, also dass die Wurzeln eigentlich so wie ein Eiffelturm ist oder so. Versteht ihr, oder? Und ja, jetzt machen wir wieder in die Schalkerbox. Ah, ist leider voll. Andere Schalkerbox. Also ich denke, ich werde wieder japanisch bauen, wegen Ninja. Das habe ich eigentlich noch nie richtig gebaut in den Let's Plays oder Livestreams, weil ich eben auch relativ schnell dann wieder, ja, ich habe einfach zu viele Projekte, oder? Und bisher, wenn ich nicht mehr bezahlen konnte, habe ich dann einfach irgendwann mal gezwungenermaßen aufhören müssen. Und ja, von Folge zu Folge bekomme ich halt auch weniger Zuschauer. Und ich habe so langsam wirklich wieder ein bisschen gelernt, einfach das zu ignorieren, wenn sie halt nicht geschaut werden oder nur von bestimmten Leuten, zum Beispiel euch, dann ist das ja trotzdem gut für mich. Ich muss nicht berühmt sein. Ich möchte gerne berühmt sein, aber es muss nicht sein. Ich bin eben einer, der wirklich sehr, sehr schlicht und wenig geizig bin. Aber ich kann mich immer gut verbessern. Sag mir einfach, was ich schlecht mache, was ich noch verbessern könnte oder was ich tun soll und so. Ihr wollt ja auch zuschauen, dann dürft ihr auch wünschen. Ihr dürft auch auf den Server kommen und mitspielen und
mir ein tolles Abenteuer garantieren mit euren Bauten, dass ich euch das so ein bisschen die Bauten ja, präsentieren kann im Livestream und Let's Play und so. Aber mir jetzt gerade ist nicht so gut, wenn ich Livestreame. Komme sonst, wenn ich nicht den Chat habe, also keinen zweiten Bildschirm habe, im Handy immer Ding, bekomme ich Nackenschmerzen. Ich habe ja schon die Wirbelsäule recht kaputt durch das Mobile Scheuermann, die schlechte Pubertät, schlechtes Wachstum gehabt. Und deshalb, ja, doch lieber nicht, gell? Momentan Livestreams. Gut, aber einfach ein bisschen Geduld haben und ein bisschen mehr mitmachen in den Let's Plays und dann kommen auch wieder viele Livestreams. So, jetzt noch kurz das auf die Zeit. Gut, dann können wir gleich wieder weiter. Ja, ist schön. Also ich mag zwar Birkenwälder nicht so, weil sie so ein bisschen trostlos aussehen. Aber es ist manchmal so toll, so ein bisschen über Stock und Stein zu gehen. In den Schneeberg auch. Hä? Ah, da oben ist der Schneeberg. Ich sah auf der Map einfach den Schneeberg, aber ich sah ihn nicht hier. So verdeckt von den Bäumen. Okay. Ja, ja. Wow. Okay, wir sind gar nicht so tief. Aber sehr interessant. Einen tollen Dschungel und hier ist ein Dorf. Okay, gehen wir zum Dorf. Hallo, Beanies. Ich bin eine Biene. Lamas mit Hüten bei YouTube. Kennt ihr sicher. Hey, yo. Es ist wirklich toll gewesen damals, als es rauskam. Es ist immer noch ein bisschen eine Meme und so. Aber es wird nicht mehr so oft geschaut, scheinbar. Ja. Ich habe es damals aber auch schon ein bisschen verbesserungswürdig empfunden. Weil ich halt schon ein bisschen mehr Humor habe manchmal. Jo. Ich bin heute wieder mit einem Mann, den ich nicht so gut kenne, unterwegs gewesen, am Einkaufen gewesen. Dann haben wir immer auch wieder ein bisschen schwarze Witze gerissen und so Sachen. Dann hat er einfach so gerufen, hey! Dann hat jemand geschaut und dann hat er extra weggeschaut. So richtig. Oh, ach Gottchen. So Leute mag ich jetzt zum Beispiel nicht so, aber es ist einfach lustig, oder? Es ist einfach so humorvoll ignorant. So richtig ignorant. So bin ich nicht so. Ich bin selber nicht so. Ich bin nett zu manchen Leuten. Also zu vielen. Zu Leuten, die mich nerven, bin ich auch ein bisschen böse. Bisschen nett. Nicht nett. Aber zu netten Menschen kann ich nur nett sein. Sie haben es ja auch verdient. Weil wer mehr zu mir nett ist, dem mir auch ein bisschen hilft und so, der bekommt alles zurück. Der bekommt die geballte Ladung wieder zurück. Also andere Sachen zurück. Zum Beispiel, ja, gute Freundschaft. Ich kann ein sehr guter Freund sein. Wirklich guter Freund. Also mit nicht pervers natürlich. Und ich suche immer noch Frauen. Ich muss mehr in Bars gehen oder so, in Clubs. Weil scheinbar die Frauen halt nur Leute, die in Clubs und so gehen, wirklich auch gerne haben. Ich werde schon vielleicht ein bisschen Alkohol trinken. Weil ich habe mich mir schon vorgenommen, mich darauf zu achten, nicht irgendwie mich schlecht zu behalten, also ja, ungesund. Alkohol gehört halt auch zum Ungesunden. Ja, heute Falafel. Und Falafel ist scheinbar auch sehr gesund, wegen den Kichererbsen. Ja, bin mal gespannt. Kichererbsen habe ich echt noch nicht viel gegessen. Muss man dann kichern? Die heißen nur so. Ja, und in Minecraft esse ich auch immer wie ausgemogen. Jetzt momentan habe ich Brot, Fleisch und Ofenkartoffeln dabei. Aber Brot geht leider bald aus. Schade. Meine Güte, ist das anstrengend hier hoch. Drago ist gern am Reisen, lieber im Real Life als in Minecraft.
Minecraft ist ein bisschen langweilig beim Reisen. Ah gut, wir haben es ja bald geschafft. Stalaktiten. Soll ich ein bisschen Eisen abbauen? Ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Okay, wir müssen eher in die Richtung hin. Ich bin einer, der wirklich die Gegend manchmal echt gut erhalten lässt, damit ich dort immer auch bauen kann. Ah ja, das ist ja relativ neu mit dem Calcit. Ist das 1.18 oder 1.1 irgendwie? Oder schon früher, aber nicht so oft? Keine Ahnung. Cool. Ich habe leider keinen Zoom und keine Sicht, aber... Hey, meine Tastatur ist völlig kaputt. Oh mein Gott, Lock. Nein, ja, Lock habe ich nicht wollen schreiben. Meine, ja, Hand-Augen-Koordination ist momentan echt schief. Ich habe zu viel Cocktail geschlürft. Ja, ohne Alkohol natürlich. Also Mocktail heißen sie, glaube ich. Seit neuestem oder seit längerem schon. Aber ja, viel zu viel. Wir haben viel zu viel gestern Abend gemacht. Aus Heidelbeer und Wassermelone. Und als nächstes kommt Pflaume und Erdbeeren dran. Wir haben schon gekauft. Also wahrscheinlich heute Abend noch. Aber wir sind jetzt fertig geworden mit dem Mocktail. Und die eine nette ältere Dame wollte unbedingt nochmal seinen Namen. Also immer so nette Menschen, so ältere Damen oder Männer. Ich gehe übrigens eventuell bei einem Altersheim aushelfen. Und also nicht Pflegeberuf, sondern eher so ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Reden und Komik. Oder? Jo. Und das ist in unserer Nähe, das Nachbardorf, Oststadt. Ich weiß nicht, in Deutschland hat es ja auch meistens so Städte, die wirklich dran sind und die meistens dann später auch zu einer Stadt zusammengefusioniert werden, oder? Und bei uns in Basel auch. Also die Stadt vor der Stadt ist Rheinach, wo ich wohne. Dann gibt es noch daneben Münchenstein, Muttens, Biersfelden. Eigentlich auch Dornach und Esch und Binnigen. Und in Binnigen, ist nicht so gut hier durchzugehen. In Binnigen ist momentan auch so die Rede, ja, dass wir jetzt zur Stadt Basel kommen. Dem Rheinach auch, wo ich wohne. Wo ich schon gesucht wurde. Das heißt also, ich bin bald Stadtbasler. Geil! Aber ich werde wahrscheinlich nach Muttens ziehen, weil dort ist der St. Jakobspark, ist ganz in der Nähe. Aber ich werde wahrscheinlich zuerst zur Old Boys Basel gehen, das ist auch ein anderer Verein von Basel. Weil der Rheinach, die tun sich überhaupt nicht, ja, interessieren für neue Fußballer. So, ja, relativ kleiner Club, weil die Stadt halt so viele Fußballer ansieht, oder? Und die gar nicht so das Gefühl, sie müssen unbedingt jede Einladung ernst nehmen und annehmen. So, ich denke, es ist Zeit. Ja, 29. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde einfach noch fertig zurücklaufen. Das geht ja jetzt noch hier ein bisschen durch. Und dann bin ich eigentlich schon beim Haus. Okay, wir haben fast das Haus erreicht. Ihr seht, ich habe ein paar Bäume angepflanzt. Und hier sind ja diese Sniffer. Und das sind die Kakteen. Und hier sind diese neuen zwei Pflanzen, die Sniffer ausgegraben haben. Jo. Also diese Fackellilien. Und das andere ist irgendwie so eine... wie heißt dieses... Glocke oder so. Einfach so eine... Ja. Das heißt irgendwie Stink-Dinge im Real Life. Keine Ahnung mehr, wie die heißen.
Irgendwas mit Stinkglocke oder so, das heißen sie auf Deutsch. Weil sie recht stinken, damit sie Insekten anlocken. Ja. Wenn ich manchmal vorziehe, kommen auch ein paar Stinkfliegen. Schmeißfliegen. Nein, stimmt nicht. Okay, also. Gut. Ja, ich furze ein bisschen mehr, wenn ich Zwiebeln esse. Das stimmt. Aber sonst furze ich nie. Also dann, jo. Tschüss und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Genießt euer Leben und ja, wenn wir uns wiedersehen, dann Glückwunsch. Also vielen Dank. Tschüss.